Liebeselement Erde, Stier, Steinbock und Jungfrau. Wir gucken mit dem großen Blatt für das Kollektiv des Elementes Erde. Die Highlights, Warnungen und Unvorhergesehenes. Und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Zunächst versuchen wir mal eine Zahl zu kriegen, eine numerologische Aussage. Und da haben wir auch schon eine. Wir haben die 7, sonst ist keine Zahl dabei. Und die 7 ist im hebräischen Alphabet tatsächlich auch die 7. Und was wollen wir mehr? Bei euch geht es um ein bisschen Magie, Glück. Ihr dürft eure Visionen vergrößern. Es geht um eure Spiritualität und es geht darum, dass ihr Lektionen gelernt habt. Hier ist eine sehr genesende Energie gleich zu Anfang. Ihr dürft mit guten Nachrichten rechnen. Lasst euch allerdings auch nicht blenden von etwas, was nachher als Mogelpackung da steht. Ne? Okay. Ja, wir selber oder ihr selber, ich gehöre ja nicht zum Element Erde. Ihr legt euch hier ins Haus des Schiffes rein und es sieht so aus, als geht es bei euch sehr viel um eure Lebensreise, um eure Träume. Vielleicht seid ihr viel unterwegs. Hier haben wir mit den Vögeln ein bisschen eine unruhige Energie. Das Schicksal spricht mit euch. Vielleicht mag es auch sein, dass du gerade so mit deinem Lebensplan ein bisschen haderst, ne? Mit deinem Seelenplan, dass du dir überlegst, ach, wo möchte ich überhaupt noch hin, wo kann ich vorankommen, warum tut sich nichts, das Schicksal hängt dir hier im Rücken drin, das Kreuz liegt im Hause des Hauses, also sprich in deiner Umgebung, in deinem Umfeld, in deiner Häuslichkeit. Ich habe hier schicksalshafte Nachrichten für euch, die betreffen euer ganzes Leben, seid ihr auch aufgefordert zu kommunizieren, vielleicht oder bei einigen hier speziell auch mit den Ämtern der Gesundheit oder diesen Rententrägern, Krankenkassen, alles was damit zu tun hat, wird hier für eine Gruppe sehr spannend und interessant und geht hier auch gut aus. 2, 4, 6, 7, 8. Die Familienthemen zeigen sich hier. Speziell geht es hier auch darum, naja, auch so verstrickten Situationen, die Disharmonie mitgebracht haben, wieder in ein bisschen mehr Ruhe, ruhigeres Fahrwasser zu kommen, Verstrickungen oder Umwege auch aufzulösen. Und auch hier habe ich nochmal für euch liegen, etwas könnte schöner aussehen, als es wirklich ist. Also lass dich hier nicht blenden von irgendetwas. Gucke mehr in die Tiefe. Hier im Hause des Hauses haben wir das Kreuz drin und hier im Hause der Blumen des Haus. Also hier wird sich etwas umstrukturieren. Zum Teil vielleicht auch erleichtern für dich. Etwas wird sich beruhigen, eine Situation in deinem Umfeld, die dich vielleicht gestresst hat oder vielleicht bist du viel unterwegs und sollst jetzt hier mehr die Ruhe genießen. Also ungewollt viel unterwegs, es gab viel zu tun, viel zu erledigen, viele Wege zu gehen. Dann darfst du hier wieder mehr ankommen. Speziell kann es hier auch darum gehen, Konflikte mit einem Gegenüber zu lösen. Vielleicht auch familiäre Dinge, die mit Kindern zu tun haben, wo man manchmal auch ein bisschen sprachlos ist oder wo einem die Worte fehlen oder wo vielleicht auch Kontakte eingefroren sind. Das Gegenüber macht sich hier eventuell auch Gedanken um dich. Oder möchte etwas mit dir klären, was sehr schicksalshaft sein kann und deshalb vermieden wird.
Hier liegt im Haus des Neubeginns der Neubeginn drin. Also das Schicksal möchte hier eine Wende. Und es kann sein, dass diese Wende in deinem ganzen Umfeld zu sehen ist. Ne? Da geht es um dein Haus, da geht es um deine Partnerschaft, um deine Kinder. Da nimmt man irgendwie alles mit. Da ist die Nähe zu den Wurzeln auch sehr groß. Ja? Man hat vielleicht so Themen, die genetisch irgendwie gerade die Familiengeschichte mit hochspülen, aber eben nicht zum Nachteil, sondern das hat eher eine aufklärende, gute Frequenz. Man kann so seinen Frieden schließen, immer ein Stückchen noch mehr. Die Finanzen werden angezeigt. Das sind hier auch erstens die Gelder der Familie, vielleicht auch innerhalb der Familie, wo Geld verteilt wird. Geld, das du investieren darfst, kannst es deinen Kindern, gilt oder auch deinen Eltern, dir. Ich sage einfach alle Szenarien, die ich hier sehe. Das wird sicherlich nicht alle treffen, aber ich möchte das Blatt so gut wie möglich ausdeuten. Außerdem geht es hier um deine finanzielle Stärke, auch deine finanzielle Größe. Die Finanzen liegen hier im Haus des Bären drin. Es kann sein, dass du hier mit der Vergangenheit noch Dinge zu klären hast oder auch Geld von den Eltern hin und her gehst, schiebst. An sich ist die Geldkarte im Hause des Bären schon so eine getragene Energie, wo man gut mit dem Geld rund kommt. Ne? Hier habe ich so ein bisschen Zuwachs für dich liegen. Die Finanzen bleiben dir treu. Die Veränderungen, die auf dich zukommen, die gehen ein bisschen mit Konfliktpotenzial einher. Hier geht es darum, dass dich vielleicht etwas verletzt. Und dann kommt es so hochgekocht, dass du es auskommunizierst und zwar mit Karacho, nennen wir es mal so. Vielleicht hast du lange nichts mehr gesagt oder zu viel gesagt, aber trotzdem sieht man hier eine Situation, die könnte Konflikte bringen. Hier habe ich irgendwie etwas Komisches liegen. Das muss ich jetzt mal versuchen zu klären. Also ein Teil ist es so, dass man hier gut das Familienthema aufdröselt und in eine andere Sicherheit bringt. Gleichzeitig habe ich sehr viel Rückzugstendenz. Ne? Irgendwie scheint es so auch so eine trennende Energie zu sein, wo man sich überlegt, wo man so alleine weiter wurschtelt, wo man seinen eigenen Weg geht oder wo man hier eben wieder neu aufeinander zugeht. Das kann Kinder, aber auch Partner betreffen oder Freunde. Ne? Ihr klärt hier sehr viele Dinge, die euch am Herzen liegen. Ungewollt. Ne? Ihr werdet da sozusagen ein bisschen reingeschubst und es hat auch Konfliktpotenzial, damit es sich verändert. Aber am Ende werdet ihr in eine Situation gebracht, wo mehr Ausgeglichenheit ist, wo ihr mit euch selber sehr gut könnt, egal was die anderen denken oder tun und wo hier auch die Finanzen euch treu bleiben und ihr nicht so das Gefühl habt, euch flutscht alles Geld aus den Händen weg oder immer wenn ihr es habt, geht es woanders raus. An sich geht es hier speziell auch ein bisschen drum, um Mangel anzugucken. Und zwar hier speziell ist es nicht ein Mangel an Geld oder so, sondern es ist so dieser Mangel, die nötige Energie aufzuwenden, um wieder etwas in Bewegung zu bringen. Ihr seid ja sehr mit eurer Lebensreise konfrontiert. Und ich habe das Gefühl, dass ihr auf einen anderen Weg wollt, aber ihr wisst nicht auf welchen, weil ihr andauernd wieder Hindernisse sind. Ne? Also die unvorhergesehenen Ereignisse können hier schon
plötzliche Themen sein, bei denen es dann auch mal um Streitigkeiten geht. Hier habe ich Haus und Geld dabei oder auch Beziehung. Und ihr seid hier ein bisschen ausgebremst auf eurem Weg. Also es fließt nicht so. Man möchte hier mit dem Strom schwimmen, in eine andere Fahrtrichtung gehen, die harmonisch ist, die vielleicht auch nicht so viel Wellengang mit sich bringt, aber irgendwie sieht das Ganze mit Hindernissen gepaart aus. Was aber gut ist, ihr werdet hier schicksalshaft ausgebremst, ne? Also es ist praktisch nicht die Zeit reif dafür. Irgendwas gibt es zu entscheiden, eine Chance zu nutzen. Auch da zögert sich etwas hinaus. Das kann jetzt vom Außen bedingt sein oder weil du selber nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst. Ja, und hier, das liegt eigentlich sehr schön. Wir haben hier die Veränderungen im Haus des Buches drin. Hier haben wir das Schiff, die Familien- und Harmoniekarte und hier den Reiter im Haus der Sonne. Also das sieht nach Umbruch aus auch, wie hier das Umfeld betrifft viele Dinge in deinem Umfeld. Gleichzeitig merkst du eben, dass du bei deinen Entscheidungen oder Veränderungen schwankst oder es fühlt sich so ein bisschen hinderlich an. Ja, das hatte ich ja oben schon gesagt. Hier im Hause des Herzens sieht es aus, als klärt man ganz viele Dinge, die einem am Herzen liegen, was ein bisschen lästig sein kann, weil es einfach viel auch ist. Und hier unten haben wir die Herzensangelegenheiten im Haus des Kreuzes, in der Spiegelung den Sarg drin und hier oben in der Korrespondenz uns selbst. Also es geht wirklich um die Dinge, die dir im Umfeld am Herzen liegen. Sehr stark involviert sind hier die anderen Familienmitglieder, ob jetzt sichtbar oder unsichtbar oder nur auf der energetischen Ebene. Das sei mal dahingestellt, das mag beim einen oder anderen anders sein. Deine Berufung, deine Arbeitsthemen zeigen sich hier auch mit hinderlicher Energie, ne? Hier haben wir einesteils die Möglichkeit auf eine stabile Situation, hier auch verbunden mit irgendetwas Neuem, das auf dich zukommen könnte. Aber auch da sehe ich mehr das Festhalten, also dieses mit gehinderter Energie vorangehen, damit man nichts verliert, was man sich schon aufgebaut hat, könnte hier ein Thema sein, weil man vielleicht nicht weiß, wie die Finanzen hier sich entwickeln. Also so dieses Gefühl der Unsicherheit kommt hier auf bei einem Wechsel oder bei einer Veränderung der Situation. Und darum geht es, ne? Herzensangelegenheiten umsetzen, etwas in die Veränderung bringen, dem Bötchen den anderen Dreh geben und gleichzeitig auch zu wissen, ich gehe nicht unter, wenn ich was verändere. Das Berufliche wird sich hier mit der Zeit so rauskristallisieren, dass es dir sehr lästig ist und dass du nach einem Neubeginn strebst. Der liegt auch hier, aber hier noch mit angezogener Handbremse, weil du irgendwie hier nicht so richtig die Wahl triffst. Das heißt, um dich zu entscheiden, brauchst du noch mehr Klarheit. Und auch dieses Gefühl von, ich bin versorgt, auch wenn ich etwas verändere. Okay. Natürlich sind hier auch Partnerschaften angezeigt, die neu sein können, ne? Hier kommt eine stabile Sache irgendwie ins Rollen. Von außen angeschubst, hier der Neubeginn in Beziehungsdingen. Also alles, was auch verbindlich ist oder Beziehung mitbringt. Das kann auch hier im familiären Bereich sehr stark zum Thema werden.
Und hier mit dem Buch im Haus des Geldes drin haben wir hier auch noch Geld, das im Verborgenen liegt, wo sich noch was auftut. Oder auch alles, was mit dem Thema Papiere, Papiergrusch zu tun hat. Es kann hier für einen oder anderen mit Ämtern oder Behörden zu tun haben oder auch für die Selbstständigen, also die Arbeit mit den Büchern. Die Arbeit mit den Büchern heißt sozusagen, dass man seine Bilanzen hat und was weiß ich, ne? Dass man hier genau auch hinguckt im finanziellen Bereich, was das Thema Sicherheit mitbringt oder wie fühle ich mich finanziell sicher, brauche ich noch mehr oder gibt es irgendwie noch Nachrichtenaustausch, den ich im finanziellen betreiben muss, um dass ich einer Situation mehr Sicherheit gebe. Wir gucken mal bei euch das Krafttier noch. Ihr endet hier unten in den Blumen. Ne? Die Blumen liegen im Hause der Lilien. Also ihr könnt hier klären. Und auch, wir haben die Sieben gehabt. Ne? Ihr habt irgendwie hier jetzt die Möglichkeit, eine Belohnung zu kriegen für eine Lektion, die ihr einfach gelernt habt, wo ihr auch bereit seid, einen Konflikt einzugehen, um für euch selber weiterzukommen. Und ihr dürft auch von diesem Punkt an, da wo ihr jetzt seid, wieder die Vision vergrößern. Ich habe für euch die Gans, die ist rausgefallen beim Mischen. Und die Gans, die sagt dir etwas ganz Spezielles, denn die sagt dir, mach jetzt mal keine so Wege, deshalb liegt hier vielleicht auch, dass du dich nicht so richtig entscheiden kannst. Die mit viel Neuigkeiten oder mit viel Experimentierversuchen einhergehen, sondern bediene dich der Mittel, wo du mit Sicherheit weißt, dass sie eben dir schon immer weitergeholfen haben. Du sollst dir treu bleiben, dem folgen, was sich für dich über längere Zeit bewahrt hat. Feuer sind schnell entfacht, Verbindungen schnell aufgebaut, doch jetzt geht's halt um die Beständigkeit, um das Aushalten im Alltag. Und das hatten wir ja vorher schon, ne, am Anfang. Lass dich nicht irgendwie von einer Mogelpackung blenden und es kommt hier wieder. Lass dich nicht vom Schein und Glamour einer im Glanz des Augenblicks erstrahlenden Situation blenden. Lass dir Zeit, prüfe Wege ab. Also nicht vorschnell Entscheidungen treffen, nicht blind und arglos vertrauen. Hier auch nochmal verstärkt darauf gucken, dass man sich Info einholt, wenn es um die Finanzen geht, damit wir hier nichts kaputt machen, was wir uns über lange Zeit erarbeitet haben. Das wäre schade, ne? Die Gans an sich ist eine Glücksbotin und die kommt in dein Leben gewatschelt, um dir einen tiefen, wahren Blick für die Dinge zu geben. Und hier zählen auch Taten mehr als Worte. Es gibt ja die, die machen viel Blabla und nichts kommt. Um sowas geht es auch, ne? Dass du da dir nichts versprechen lässt, wo da nachher nichts in die Gänge kommt, sondern hier dein Bötchen selber ruderst. Kann natürlich auch hier im Familienkreis sein, dass man dir immer wieder Unterstützung anbietet und dann erfolgt sie nicht. Du brauchst hier jetzt auch keinen Zeitdruck haben. Es geht hier nur darum, in Ruhe die Neuerung zu betrachten, diese mit einzubinden, eine grundlegende Kraft wieder zu erwerben. Und hier hast du aber tatsächlich auch erfolgsversprechende langfristige Projekte vor dir. Also, ihr Lieben, es ist sehr spannend. Macht die Dinge so, wie ihr sie gewohnt seid. Experimentiert jetzt nicht rum, sondern habt noch ein bisschen Zeit für die Veränderung. Und schaut einfach mehr auf die Taten, die von außen kommen und nicht auf die vielen Worte, wo nichts dahinter ist. Ich drücke euch, bis bald.